Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier. Ich habe jetzt nochmal die Auflösung geändert. Mal gucken, ob das jetzt was gebracht hat. Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch gerade mit der Auflösung. Ja, wie gesagt, wir waren ja beim letzten Mal hier und sind hier in diesen neuen Raum reingekommen. Sind ja jetzt hier auf diesem Acropolis Tower und sehen, dass in der Cafeteria was los ist. Gut, Freunde, würde ich sagen, hauen wir mal die Gegner da weg. So. Würde ich mal sagen, dann schaue ich mal, was das ist. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ach, da hinten! Hinter der Theke! Ja, danke. Ich will aber nichts bestellen, Typ. Nee, nee, ich will nichts bestellen. Danke. Vor allem nicht von dir, du siehst irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja. Alles klar, Freunde. Gut, dann haben wir den schon mal. War es das schon? Das war es schon. Alles klar. Cool. So, dann haben wir jetzt Battle Result. So, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf die Karte. Ach, da ist der andere Raum direkt mit weg. Ja, okay. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, jo. Gehen wir hier zurück, weil wir müssen, hier war ja noch ein Raum, ne? Moment, hier können wir doch auch rein, ne? Stimmt, hier können wir doch auch rein. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Ja, genau, hier war doch was. Hier war diese eklige Leiche. Wieder ein SWAT. Am Hals sind Zahnabdrücke. Da liegt was. Schau ich mal, da hat Pillen für uns. Ist das nicht schön? So, was haben wir hier noch? Ein Ofen. Ich glaube, da ist nichts Interessantes, ne? Riecht nach verbranntem Hähnchen. Okay. Ja, Chicken hier. Geil. Nichts von Interesse. Okay. Gut. Ah ja. Aber der Kühlschrank, der interessiert dich bestimmt, oder? Hier ist eine Ampulle. Ich sehe da keine Ampulle, Leute. Ganz ehrlich, aber das liegt an meinem... Das liegt an meinem Grafik-Plugin. Beruhigungsmittel. So. Gut, Freunde. Ja, das muss ich noch mal ein bisschen gucken da mit den Plugins. Das muss ich noch mal ein bisschen schauen, weil PS1-Emulator ist immer ein bisschen schwierig. Ein Becken. Überall ungewaschene Teller. Ach du heilige Zeit. Sachen zum Frittieren. Angebrannte Pommes. Hat jemand Hunger? Also ich nicht, wenn ich das hier so lese. Naja, gut. Leute, gehen wir wieder hier raus. Das bringt ja nichts. So, hier rechts war ja noch ein Raum. Genau dieser da. Würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Ist das da Taschenlampen oder was? Taschenlampen, ja. So, wir müssen ja den Strom einschalten. Ne? Genau, da war was. So, was haben wir denn hier? Ach, nee. Moment. Nee, 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 Moment. Bevor wir hier was machen, gehen wir nochmal kurz wieder raus. Da war ja so eine Keybox. Genau, hier das hier. Das kann man zwar nicht so gut lesen, wegen der Grafik. Aber da steht Keybox. Hier hängt ein Schlüssel. Da hängt kein Schlüssel. Aber da hängt, da soll normalerweise einer hängen. So, Freunde. Aber wisst ihr was? An dieser Stelle mache ich mal kurz einen kleinen Cut. Ja, es tut mir leid, aber ich möchte doch nochmal schauen, wie das mit den Grafik-Plugins, dass ich da die angezeigt kriege. Also bis gleich. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. ja, ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt und ihr seht da so einen kleinen blauen Flitzel. Aber ja, scheiß drauf. Ganz ehrlich, das ist schon so ein altes Spiel, Freunde. So, was haben wir denn hier? Eine Arbeitsschichttabelle. Okay, interessant. Gut, ja, ich habe es jetzt nochmal ein bisschen geändert. Mit der Auflösung. Ich weiß nicht, also ich muss da nochmal gucken. Ich muss da nochmal gucken. Auf jeden Fall schauen wir jetzt erstmal, was hier gebacken ist. Ah, schaut mal. Hier haben wir so Kameras. So Überwachungskameras. So, das ist interessant. So, was haben wir denn hier? Plus. Was ist das? Oh, okay. Das war anscheinend irgendwie Licht oder so. Okay. Ja, das ist cool. Das ist so eine coole Spielerei hier. Findet ihr nicht?
Das ist doch mal cool. Das ist der Kohleautomat. Wahrscheinlich den Typen, den wir da gesehen haben, aber der ist jetzt weg. Ah. Ein bisschen ausspionieren. Okay. Ah. Rupert. Da war der Rupert. Cool. Okay. Oh, was ist das denn? Ein SWAT-Beamter. Er scheint okay zu sein. Aber was macht der da? Ja, das sieht komisch aus, ne? Das sieht sehr komisch aus. Hey, hey du. Naja. Okay. Okay, das ist das Dach. Da wollen wir noch nicht hin. Und dann drücken wir nochmal kurz hier drauf. Eine Sekunde. So. Okay, alles klar. Ja. War sie jetzt auch nicht sonderlich viel, ne? Ah, ich merke aber auch gerade, ich sehe wieder nicht alles hier, ne? Nee, ich sehe wieder nicht alles, Freunde. Es tut mir leid. Ich muss nochmal ganz kurz einen Schnitt machen. Also bis gleich. Meine Güte. So, Freunde, da bin ich jetzt wieder. Und ja, das hier, das scheint jetzt doch wirklich die beste Auflösung zu sein hier für das Spiel. Und ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal weiter hier um in diesem interessanten Raum. Was haben wir denn hier noch so? Hier vorne weiß ich, dass da was Wichtiges war. Genau, eingekritzelt, Freunde, schaut mal. Kann ich euch sagen, das ist ein Rätsel. Seht ihr da diese... Das ist nicht schwer. Also wir sehen ja da diese Musiknoten, Freunde. Musiknoten sind eingezeichnet. Ups, mach das nochmal auf, bitte. Hey, hey, mach das nochmal auf. Bridge. Brücke? Genau, Freunde. Wir kommen später in einen Bereich, wo wir hier oben rechts, da seht ihr so ein Foto, so ein verschwommenes. Das ist eine Brücke, Freunde. Und da müssen wir einen Code eingeben. Und jetzt müssen wir den Code hier entschlüsseln. Ist aber easy, weil wir sehen oben 1, 2, 3 die Klaviernoten und unten sind Fragezeichen. Und wenn wir den Notenstrang jetzt weiter nach oben gehen, sehen wir, das nächste hier oben wäre dann die 4 und der zweite Strich wäre dann die 5. So, das wäre dann die 5, 6, 1, wenn ich mich nicht erinnere. Ja genau, 5, 6, 1 wegen den Noten. Hm? Genau, Freunde, das wird noch wichtig. Wohl der Titel dieses Stücks. So. Ja, das ist ein bisschen schade, dass jetzt hier so ein paar Effekte verschwommen sind, aber ist es egal. So, dann haben wir hier diesen blinkenden Punkt. Ne? Was haben wir denn da? A und B. Okay, zwei Schlüssel wahrscheinlich. Wir haben ja eben einen unsichtbaren Schlüssel gefunden. Würde ich mal sagen. Stecken wir den einfach mal hier rein. So. Zack, blauer Schlüssel benutzt. Sehr gut. Okay. Und? Yeah, Freunde, wir können jetzt zur Rolltreppe gehen. Richtig gut. Richtig gut, Freunde. Sehr schön. Wir haben den Strom eingeschaltet und ich gucke mal auf die Karte, wie es da aussieht. Noch ist alles frei. Okay, ich dachte, da wären jetzt überall Gegner. Aber, nö, Freunde. Gut. Dann würde ich mal sagen, jo, gehen wir mal zu dem Aufzug da oder zu der Rolltreppe. Genau, Freunde. Ja, wie gesagt, das hier, das ist die beste Auflösung, die man hier kriegt. Im Spiel mit dem aktuellen Emulator. Und ja, ich finde es auch nicht so schlimm, oder? Das Spiel ist einfach geil. Da kann man auch mal drüber wegsehen, wenn die Grafik nicht so die beste ist. Ja. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. Jo. Und die Rolltreppe funktioniert. Cool. Die bleibt natürlich drauf stehen, ne? Ist klar. Mache ich aber auch immer so. Irgendwo in der Stadt Rolltreppe fahren. Ich bleib auch immer stehen. So. Gut. Ui. Da ist ein Gegner da hinten. Gut. Dann. Bam, bam. So. Dann schießt man in seinen Rücken da. Dann kriegt er nämlich mehr Schaden. Dann kriegt er nämlich... Oh. Okay, mach mal hier so einen Feuerball. Zack, das hat sogar noch getroffen. Zwar einen anderen... Oh, lasst dich bitte nicht treffen von denen, Eiern. Die sind so eklig. Ah, nein! Ah, jetzt haben sie mich getroffen. Verdammt nochmal. Ja, okay, dann. So, und... Ah, lauf weg! Oh, Gottes Willen. So, dann...
ist kaputt. Die machen so komische Geräusche, diese Gegner hier, ey. Ah, genau. Oh Mann, oh Mann. Ah, wir haben zum ersten Mal Schaden bekommen in diesem Spiel. So. Battle Result, ja, okay. Ja, diese Texturen, die sind halt ein bisschen, ja, ein bisschen verpixelt, aber das ist so in diesem Spiel. So, da steht was. Was denn? Der Besitzer hatte jeden Abend ein Musical eingeplant. Jetzt muss er die Show wohl ablausen. Ein Musical-Poster, ja, das sehe ich auch so. Hier ist doch eh keiner mehr. Ein Fernrohr, 50 Cent. Die Aussicht muss schön sein. Dafür ist jetzt keine Zeit. Okay, gut. hier ist noch ein Getränkeautomat. Genau, ein Cola-Automat. Allerdings, ja, leicht verschwommen. So, was haben wir denn hier noch? Hier liegt eine Leiche auf dem Dings. Boah, ein SWAT-Beamter, krass. Verdammt, der atmet nicht mehr. Seine Schutzweste ist ja noch unbeschadet. Ja, genau. Nimm der Leiche einfach mal die Klamotten weg. Ist alles gut, Eier. Ich werde sie mir nur kurz ausleihen. Na, natürlich. Natürlich, Eier. Natürlich. Was haben wir denn da bekommen? Schauen wir doch mal. So, wir haben jetzt hier Use. So, wir haben jetzt hier die Lederjacke. Die können wir nämlich austauschen gegen diese Schutzweste. Dann schauen wir uns das doch mal an. Taktische Weste. Das Ding sieht ziemlich gut aus, Freunde. Wir kriegen HP dazu, wir kriegen MP dazu. Wir haben jetzt 7 Attachments. Das heißt, wir können 7 Items im Kampf mitnehmen. Richtig, richtig gut. Und die Special Features, das ist Schnellfeuer und eine HP-Regeneration. Nach jedem Kampf kriegen wir dann quasi HP wieder. Also Hitpoints, Leben. Polymerweste der Polizei mit integriertem Medikit. Gute Weste, würde ich mal sagen, ne? So, können wir hier irgendwas reintun? Oh, Leute, Spiel. Ja, können wir. Wir können jetzt hier einiges reintun. Schaut mal, 7 Attachments. Ist schon geil, ja. So, Medizin kommt rein. Ein Tonfa-Stab, damit... Nee, so ein Knüppel, da brauche ich nicht. Ich hoffe, die Muni wird nicht leer. Und wenn doch, dann... Ja, glaube ich eben kurz zurück. Wir haben ja die Kiste da mit den 500 Muni, ne? So, das Mace nehme ich mal mit. Was haben wir denn hier noch? So, Beruhigungsmittel, Gegengift, Medizin 1. So, das muss erstmal reichen hier. Haben wir noch 3 freie Plätze, aber... Ja, das geht schon. Irgendwie ist das Menü langsam, keine Ahnung. Gut, Freunde, würde ich mal sagen. Wir sind ja hier. Gut, dann gehen wir mal auf der anderen Seite die Rolltreppe runter. So, dann... Zack. Genau. Schön, schön damit fahren. Alles klar. Oh, was ist das denn da hinten, Freunde? Schön dicke Gegner. Bumm. So, treffe ich die? Ja, treffe ich. Sehr gut. Dann schieß sie mal ab da hinten. Die Sounds sind so geil von denen. Oh, oh, oh. Scheiße, hätte ich getroffen. Oh Mann. Dieser... Oh, oh. Oh Mann. Oh Gott, das Batsch. Die Gegner sind so herrlich, Leute, wirklich. Oh, oh. Ach, ist das geil, Freunde. Oh. Oh Mann, ja, geh sterben. So. Oh Mann, diese Fettsäcke, Alter. Beste Gegner. Wirklich. Oh. Okay, das ist jetzt nicht mehr so lustig. Da drin wird rumgeballert. Naja, gut, Freunde. Wir haben eben gesehen, wir haben HPs dazu bekommen. Und ich würde mal sagen, nutzen wir doch mal eins. Ich würde mal sagen, wir haben ja ein bisschen Leben weniger. Nehme ich einfach mal meine Medizin Level 1. Da sind wir schon wieder voll. Ach, das ist so langsam, das Menü. Ich muss wieder Plugin wechseln, aber das mache ich beim nächsten Mal. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist ein Typ, ne? Die Schutzweste. Völlig zerfetzt. Er hatte keine Chance. Och,
Ja, natürlich, klar, gib mir mal eben dein MG. Ich will mir sie nur kurz borgen. Ja, klar. Die kriegt er doch eh nicht wieder. Die braucht er doch jetzt nicht mehr. Oh Mann. Rote Blätter kleben an der Schutzweste. Es ist kein Blut. Interessant. So, was haben wir hier? Abgesperrt. Okay, die geht nicht auf. Ah, aber seht ihr das? Schaut mal, da ist die Brücke. Da ist diese Brücke. Aha, interessant. Gut, Freunde, würde ich mal sagen, können wir nichts mehr anderes, außer hier reingehen. Dann schauen wir uns mal, wer da rumgeballert hat, ne? Boah, was ist das denn? Keine Bewegung. Der sieht geil aus. Ja, natürlich. Klar, spring mal eben 5 Meter hoch. Da ist unser Freund Rupert. Bist du okay, Rupert? Nicht weiter schlimm. Was war das? Keine Ahnung. Er sprang von der Decke. Was ist mit der Verstärkung? Tut mir leid, sie schicken niemanden. Ach wirklich? Dann musst du den Typen alleine verfolgen. Alles klar. Das mache ich schon. Ah, schaut mal da. Sei vorsichtig, Aya. Irgendwas ist oberfaul. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Vor allem mit dem Typen da eben, ne? Mit dem... in der Kamera da. Na gut, schauen wir mal, was er hier fallen lassen hat. Da liegt ein Schlüssel. Er muss ihn verloren haben. Roter Totenkopfschlüssel, schaut mal. Den können wir da hinten wieder einfügen. Wo wir da den Strom eingeschaltet haben. Da war ja noch ein zweites Schlüsselloch, Freunde. Da gehen wir auch gleich hin. So, kann ich dir jetzt nochmal helfen hier oder was ist los? Geh schon, ich komme nach. Alles klar, Freunde. Gut. Sind wir hier in so einer kleinen Kirche. Finde ich sehr interessant. Auf einem Dach hier. So eine kleine Kirche. Cool. So, aber hier gab es, glaube ich, noch was, ne? Ja, natürlich erstmal künstliche Blumen, klar. Und hier stand doch ein Klagebuch, genau. Ein Schädling weiß nicht, dass er andere schädigt. Kay Farben. Aha. Gibt's hier noch was? Ein Parasit sucht stets einen Wirt, der sicher ist. Sisagita. Ah, hier stehen so Weisheiten drin. Parasiten vermehren sich. Haasinger. Ein Parasit vermehrt sich, weil er gierig ist. Gerobert. Parasiten bilden Gruppen. Sie fressen sich gegenseitig. Ey, Morgan. Okay. Ein Parasit tötet seinen Wirt nicht. Er lässt ihn aber auch nicht leben. Molachow. Okay, das habe ich schon schnell weggedrückt. Ein schwacher Parasit schwächt auch seinen Wirt. B. Clement. Es gibt mehr Parasiten, als es Wirte gibt. Dr. Xao. Aha. Ein seltsames Buch. Völlig wirres Zeug. Ja, das... ja, hier geht es anscheinend um Parasitenschule oder sowas. Sehr interessant. So, hier kommt jetzt nämlich auch gleich, glaube ich, ein Moment. Genau, schaut mal. Hier, Nagida. Ah, das ist der Typ, ja, alles klar. Mhm. Wir können sie nicht mehr einfangen, wie in New York. Verstanden. Ich werde sie eliminieren. Da liegt eine Bombe, ne? Keine Sorgen um die beiden. Nummer 9 kümmert sich um sie. Alles klar. Nummer 9. Interessant. Ich will nicht so viel verraten, aber die Story wird spannend, Freunde. So. Dann sind die
hier Gegner? Nein, hier sind keine Gegner. Okay. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, schaue ich mir das mal an da. Was haben wir denn hier? Ach du Kacke, Freunde. Da ist eine Bombe, Alter. Eine Bombe, ja. Kannst du die entschärfen, Eier? Lieber nicht anrühren. Ah, okay, sie kann es nicht. Eine Bombe. Ich kann sie nicht entschärfen. Okay. Was mache ich? Ich finde das gut, wie sie immer so viel sagt. Aber, schaut mal da, was da liegt. Da liegt so ein schwarzes Ding. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Da muss man erstmal hier versuchen, hier reinzugehen. Sie ist von innen verschlossen. Und dann kann man die Karte aufnehmen. Ziemlich versteckt, aber die Karte wird später noch wichtig. Die wird noch sehr wichtig werden, Freunde. Hier liegt was. Schwarze Karte. Genau, eine schwarze Karte. Abgeschlossen. Mehr haben wir jetzt erstmal nicht hier. Die schwarze Karte wird später wichtig sein, wie gesagt. Gut, Freunde. Dann. Hä? Jetzt kommen hier doch Gegner. Würmer, oh Gott. Shit. Oh Mann. Und ich habe vergessen, meine Waffe zu wechseln hier. Die sind ja eklig, Freunde. Schaut euch die mal an. Geht. Oh Mann, Leute. Komm, schieß schneller. Komm, die wollen dich anspringen. Ah, nein, die wollen dich anspringen. Oh. Wie geht das? Sind so eklige Würmer, ey. Ja, hier gibt's alles. Hier gibt's Würmer, hier gibt's Motten. Alles, was es an Insekten gibt hier. So. Gut. Dann mach den einen noch da kaputt. Zack. Sehr schön, das war's, ne? Ja. Auf einmal kamen da doch Gegner an. Aha, die Karte muss also nicht immer stimmen. MP-Wasser, Freunde. Sehr schön. Für unsere MPs. Das werde ich aber noch nicht benutzen, oder? Nee, das werde ich noch nicht benutzen. Nein, nein. Aber mir ist aufgefallen... Aha, dass hier erstmal ein Hubschrauberlandeplatz ist, okay. Dass hier alles rot mit Gegnern ist, auch okay. Und mir ist noch was anderes aufgefallen. Verdammt. So, hier. Dass wir hier die Waffe wechseln können, ne? Wir haben jetzt diese Maschinenpistole hier gekriegt. Schaut euch die mal an. Das ist eine MP5, Freunde. 9mm Maschinenpistole mit einem Blitzlicht. Ja, das ist eine MP5. Die nehme ich doch, Leute. Die nehme ich. Das ist nämlich ein Maschinengewehr, genau. Richtig fette Wumme hier, schaut mal. Zack. Richtig nice. So. Gut, vorher würde ich mal sagen, ich mache das immer so. Immer wenn es rot ist, werde ich die Gegner platt machen. Das heißt, ich werde jeden Raum auf Deutsch sauber machen und die XP mitnehmen, weil das ist ganz wichtig. Wir brauchen ja die XP hier und die, die MPs und die Bounty Points, genau. Um uns später, ach du Scheiße, bessere Sachen leisten zu können. Und ja, würde ich sagen, haben wir jetzt mal hier die R2-Taste. Schaut mal da. Ah, wo ist denn hier die R2? Da, schaut mal. Ich habe jetzt einen Blitz gemacht und dadurch sind die Motten direkt schon kaputt gegangen. Richtig geile Waffe, schaut mal hier. Tak, 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 tak. Richtig gut. Auch wenn es ein bisschen übertrieben ist, mit einer Maschinenpistole gegen Ratten zu gehen, aber... Ja, Freunde, das muss hier so sein. Das ist Parasite Eve 2. So, ja, dann würde ich sagen, gehe ich einmal die Runde, ne? Einmal oben rum. Boah, währenddessen kann ich ja nochmal Hallo zu euch sagen. Und ich hoffe, es geht euch soweit gut. Mir geht's sehr gut an diesem Freitagabend. Freue mich gewaltig, dir dieses Spiel aufnehmen zu können. Und da sind zwei Dicke. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bei denen, die haben nämlich eine entscheidende Schwäche. Schaut mal, wie viel... Moment. Schaut mal, wie viel Schaden der Feuerball an denen macht. 144, Freunde. Oh, 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 oh. Das sind Gegner, richtig cool, Freunde, richtig. Oh, 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 oh. Uff. Sind die müde oder was machen die hier? Oh Mann, Leute. Diese Gegner. Krass. Aber die halten viel aus, also. Ich habe echt zwei Magazine dafür jetzt gebraucht, ne?
Oh. 9mm Patronen. Was sind denn das für welche? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das sind diese stärkeren, ne? Genau, diese Hydra-Patronen, die machen jetzt 15 Schaden. Die machen ein bisschen mehr Schaden als die anderen. Finde ich sehr interessant. So, dann gehen wir hier raus, bitte. Und, ja. Dann würde ich sagen, gehe ich mal wieder hier runter. Und nach dieser Säuberungsrunde werde ich auch mal... Ach du Kacke, was ist das denn hier alles? Ratten... Aha, schaut mal. Der Blitzer, der hat den fallen lassen. Auch geil. Das ist natürlich auch geil. So, da sind die Ratten da unten. Ah, lauf weg. Ah, verdammt. Oh, der hat mich gebissen, der Blödsack da. Der hat mich gebissen. Ach, das sieht so hässlich aus, ne? Aber was will man von diesen Gegnern hier warten? Das sind halt alles irgendwelche Mutationen. Die können da keinen Wettbewerbspreis für gewinnen, dass die so schön aussehen. Nee, nee. So, ich würde mal sagen, ich hole mir mal neue Munition. Weil ich glaube, unsere ist bald leer. So, hier war hier die Kiste, ne? Zack, genau. So, was muss ich jetzt noch hier sauber machen? Die drei Räume, alles klar. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal. Weil ich weiß nämlich schon, wo der Typ da hingegangen ist. Ihr habt ja eben das Tor gesehen da, ne, auf der anderen Seite. Das war ja kaputt. Und da können wir jetzt rein. Aber ich möchte erstmal noch die Gegner hier mitnehmen, ne, klar. Ach du Scheiße, zwei Stück von denen. So, dann machen wir hier einen Blitzer. Und hier noch einen Blitzer und draufschießen da. Nein, die Steuerung. So, wenn die aufstehen, kriegen die direkt hier so einen Feuerball. Zack. So, und, verdammt nochmal. So, dann, lad nach. Und mach einen Blitzer. So, zack. Sehr gut. Und weg mit dem. Alles klar. So, Freunde. Sollte es doch gewesen sein, oder? Jawohl. 10 MP, 10 HP. Und noch mehr Hydra-Munition. Sehr schön, das ist ja die stärkere. Und ich glaube, hier drin war noch was, ne? Genau, hier drin war noch was. Alles klar. Dann schauen wir mal nach, wer hier wieder was gefressen hat. Ja, das schlappt schon wieder irgendwas. Da hinten, alles klar. Oh Mann, Leute, das ist doch... Trifft das? Das trifft. Sehr schön. So. Ja. Würde ich sagen, geht ihr mal bitte sterben, ja? Da hinten. Das sieht wie so Frauen aus, ne? Waren das weibliche Gegner? Krass. Okay. Okay. Oh Mann, ey. Diese Sounds hier, die sind so bescheuert. Aber es macht Spaß, Freunde. Es macht Spaß. So, da war es ja hier noch, ne? Genau, der letzte Raum, Freunde. Der letzte Raum. So, was haben wir denn hier? Da schlappt schon wieder einer davon rum. So, aber der steht jetzt gerade am Rücken. Das heißt, schaut mal, wie viel Schaden wir dem gerade gemacht haben. Also bei diesen Gegnern immer schön auf den Rücken schießen. Ah, das ist so ein Zombie. Okay, ich verstehe. Ah, das ist eine Ratte. Deswegen. Okay. Geil. Ja. Genau, jeder Gegner hier hat so seine Schwächen. Ah, Moment. Nee, stopp. Wir können doch nicht zurück. Wir müssen ja hier noch den Schlüssel einsetzen, den wir da eben bekommen haben. Stimmt, das war ja hier das. Würde ich sagen. Genau, Schlüsselloch B, Freunde. Item. Roter Schlüssel, genau. So. Zack. Dann schauen wir mal, was da passiert. Ah, das Wasser wird abgelassen, Freunde. Das Wasser wird abgelassen von dem Brunnen. Alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir doch direkt mal, was da gebacken ist da draußen. Das war ja hier. Genau, hier in diese Tür rein. Und... Ach,
Uiuiui, das ist wieder ein, Dicker da. Ich schmeiß ihm direkt mal einen Feuerball in die Fresse. So, dann. Ah, die lassen sich nicht blitzen. Okay. Oh man, diese Gegner, ey, wirklich. So. Die lassen sich nicht blitzen, ey, nee. Oh, 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 oh. Oh Mann. Oh, der hat doch einen langen Arm hier. So, dann mach mal Feuerball. Genau. Oh Mann, Leute. Das ist doch bescheuert. Oh. Was habe ich da jetzt gerade bekommen? Ich drück wieder das Falsche. Was habe ich da gerade bekommen? Was war das, Freunde? Granaten, Freunde. Ja, stimmt. 40mm Kaliber Granatenpistole. Stimmt, Freunde. Die Granaten, die werden wir bald brauchen, Freunde. Ganz ehrlich, die werden wir bald brauchen. Weil hier... Schaut mal hier rein. Die Leiche eines SWAT-Beamten erhält noch seine Waffe in den Händen. Ein Granatenwerfer. Jetzt geht's aber los hier, Freunde. Jetzt geht's aber los. Ich werde euch alle rächen. Alles klar. Ich werde euch alle rächen. Ja, das machen wir definitiv. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, da hinten sind ja jetzt wieder neue Gegner gekommen. Ne? Dann würde ich sagen, stiefeln wir da nochmal kurz hin. Hier wieder über diese Rolltreppe da. Oh, was ist das denn hier? Oh, da kommen auf einmal Würmer raus, okay. Sehr interessant, Leute. Oh, und ich höre gerade hier meine Uhr hat geklingelt. Das heißt, dieser Part wird leider zu Ende sein, aber ach Gott, ich mache die jetzt noch erstmal noch kaputt. Und hol mal nochmal neue Munition. So, ah, geh weg, ekliges Vieh, ey. Das ist so eklig, Freunde. Oh Mann, oh Mann. Ja gut. Okay. Unser Inventar ist jetzt voll, ne? Unser Inventar ist jetzt voll, Freunde. Jetzt geht's los mit der Inventarsortiererei. Oh Gott, das Menü, ey, Freunde. Granatwerfer, den haben wir noch gar nicht getestet. Schaut mal hier. Granatenwerfer, Granatenpistole. Ja, Standard halt, ne? Schmeiß Granaten, Einzelschuss. Und wisst ihr was? Die Medizin 1 werde ich einfach benutzen. So, gut. Dann würde ich sagen, hole ich mir jetzt noch Munition. Lauf da kurz hin. Und beim nächsten Mal, ja, schauen wir mal, was es da mit dem Typen so auf sich hat. Gut, ich hole jetzt noch mal kurz hier die Muni. Einmal auffüllen. Vielen Dank. Und, ja. Dann ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Meine Güte, die dritte Folge schon anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden spiele ich hier schon wieder das Spiel. Alter, heftig, wie schnell das geht. Ah, okay, Freunde, ich weiß, was hier ist. Allerdings, ja. Die nächsten Kämpfe, würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen hier, Parasite Eve 2. Mir gefällt es sehr und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschüss.